Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder ein Urlaubsvideo von mir und zwar war ich mal wieder an der Ostsee, an einem kleinen Örtchen namens Copalino. Das liegt so ungefähr zwischen Weber und Danzig und ist wirklich der ideale Urlaubsort, wenn man wirklich nur die Füße hochlegen möchte und wirklich weg von dem ganzen Massentourismus möchte. In dem Video werdet ihr ein paar Bilder von dem Dorf sehen. Selbstverständlich gibt es auch das Meer zu sehen. Da habe ich euch auch einige schöne Bilder mitgebracht. Und ja, es gibt auch hier und da mal ein paar kleine Privataufnahmen von mir. Seid mir bitte nicht ganz so böse mit dem Ton. Es sind sehr viele Aufnahmen von draußen und ja, in der Ostsee, wie man das ja weiß oder wie man das kennt, ist das manchmal ein bisschen windig und ja, manchmal hört man auch das Rauschen im Mikrofon. Ich habe es versucht, mit dem Programm etwas runterzuschrauben, konnte man aber nicht zu 100% komplett wegmachen. Es ist aber eigentlich alles zu verstehen. Nur ja, ich will euch nur schon mal vorwarnen. Gut, dann halte ich euch jetzt auch nicht lange auf. Vergisst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Ja, und jetzt nach dem Intro geht's auch schon los. So, ich zeige euch hier mal den Platz, wo ich hier derzeit bin. Das ist, wenn man das jetzt hier so im Hintergrund sieht, die ganzen Häuser, die man sich hier mieten kann. Das ist hier die erste Reihe. In dem Haus hier ist das, was wir hier gerade selber gemietet haben. Ein Häuschen kommt auch noch ein extra Video und dann werdet ihr mehr Informationen zu diesem Thema auch noch kriegen. Hier haben wir auch einen Campingplatz in der Nähe. Ich weiß nicht, ob der Campingplatz verlassen ist. Das ist hier Kapufka. Ja. Auf jeden Fall kann man hier durchgehen und hier haben wir auch ein Schild. Auch für die Leute, die das nicht kennen, wenn hier steht Uwaga Piers. Normalerweise sollte man sich solchen Gebieten nicht nähern. In der Regel ist das so, dass da ein Hund ist und die Hunde, die hinter einem Zaun sind, zumindest hier in Polen, wenn man auf dem Land ist, die sind sehr oft dazu, auch um das Gebiet zu schützen. Und das kann dann auch sein, dass sie einen angreifen. Jetzt hier in diesem Fall weiß ich, dass hier kein Hund ist. Der Vermieter, wo wir das Haus gemietet haben, hat uns gesagt, wir können die Bedenken los durchgehen. Na, hier ist auch der Weg, wenn man zum Meer möchte, der 20 Minuten Fußweg. Und ja, so, jetzt machen wir uns auf den Weg ins Dorf. Man muss sagen, wo wir sind, das ist Copalino. Das ist ein kleines Dorf, was ungefähr 163 Einwohner hat. Zumindest war das die letzte Volkszählung 2021. Und ja, wir sehen auch jetzt hier, das ist der Jezioro Kopalinskiego, glaube ich, heißt er. Irgendwie so. Ja, das ist ein See, der ist ganz lang, der geht bis nach da hinten hin. Vielleicht kommen wir später auch noch dazu. Die tiefste Stelle des Sees ist circa 3 Meter und ja, ist auch hier sehr beliebt für Angler. Hier kann man unter anderem auch Hecht angeln und ja, auch andere Fische. Also der Nachbar, der von uns auch, also der neben uns ist, das Häuschen gebucht hat, habe ich schon gesehen, dass er angeln war und auch schon ein paar Fische rausgezogen hat. Und ja, die schmeißt er sich dann auf den Grill. Und das ist jetzt hier die Ulica Żytnia, wenn man das hier sehen kann vielleicht. Da kann man das, ja genau, hier Ulica Żytnia. Und ich habe mal aus Spaß im Internet geguckt, was hier so ein Stück Land kostet. Und hier kostet das Quadratmeter Land um die 300 Zloty. Hier war eine Fläche, die hatte ein bisschen mehr wie 1000 Quadratmeter. Und diese 1000 Quadratmeter ja, wurden zum Verkauf angeboten für 300.000. Eine Fläche wurde für 330.000. Also so kann man sich das ungefähr ausrechnen. Und ja, diese 300.000 bzw. 300 Zloty pro Meter, wie viel sind das? Das sind, ich weiß nicht, 80 Euro ungefähr. 80 Euro pro Meter. Ich kenne jetzt nicht die Preise, wie die in Deutschland sind. Man muss aber auch hier bedenken, das ist hier wirklich ein kleines Dorf. Also wenn wir jetzt auch mal hier schauen, hier sieht man auch, das sind alles Häuser, die jetzt erstmal gebaut werden. Hier sehen wir auch, also da hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, da ist ein Schild, da steht Sprzedam Działkę. Das heißt, die verkaufen hier Land. Und viele Häuser sind in dem gleichen Stil hier gebaut einfach. Und ja, ich vermute, das ist dann einfach für den Tourismus dann auch gedacht. Weil hier stehen wirklich viele Häuser, ich zeige euch das später auch noch. Und sehr viel, was auch einfach nur zur Vermietung dasteht. Ja, so wie ich hier gerade gesagt habe, hier auch haben wir Häuser, die sind alle in dem gleichen Stil.
Hier steht auch Domki do Venajencia, das heißt Häuser zur Vermietung. Aber ich zeige euch jetzt mal witzige Häuser. Das ist überhaupt gar nicht so typisch polnisch. Schaut euch mal diese Häuser hier an. Die sind ganz witzig. Hier haben wir ein orangenes, ein türkises und ein gelbes da hinten. Sieht schon ganz witzig aus. Also sowas ist eigentlich hier nicht typisch, ne? So bunte Häuser hier zu haben. Aber naja, wieso nicht? Ist eine lustige Idee irgendwie, ne? Ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar ein Pelikannest. Am ersten Tag, wo ich hingekommen bin, waren da sogar zwei Pelikane drauf. Heute, wo ich hier schon einmal lang gegangen bin, habe ich da auch schon etwas gesehen. Und zwar einen kleinen Pelikan. Ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. So, hier, das ist ein Pelikannest. Ja, weiß nicht, vielleicht treffe ich hier später noch einen Pelikan, dann versuche ich den zu filmen und zeige ich euch. Auf jeden Fall sieht man hier sowas öfters. Da zeige ich euch mal ein bisschen, wie das hier alles drumherum aussieht. Ja, hier haben wir auch eine Bushaltestelle. So, haben wir die Bushaltestelle Copalino. Da sieht man. Genau, gehen mal hin. Sieht auch alt aus. Kennt mich so gar nicht. So, Copalino. Ja, und im Prinzip wie eine Bushaltestelle. Aber schon interessant. Ne? Und ansonsten sieht das hier alles wirklich sehr ländlich aus, wie man das hier sieht. Schauen wir mal weiter, wie das hier ist. Hier gibt es auch kaum Geschäfte. Der nächste Biedronka ist wirklich um die 10 Kilometer entfernt. Die nächste Apotheke auch. Ich bin heute zur Apotheke gefahren, um so Kleinigkeiten zu holen. Also hier gibt es wirklich gar nichts. Und könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind hier in Polen, ne? Und hier im Copalino gibt es keine Kirche und wie schon gerade erwähnt, kein Biedronka. Und Biedronka hat man eigentlich hier wirklich an fast jeder Ecke. Hier haben wir immer nur so kleine Tante-Emma-Läden, wie man das jetzt hier sieht. Das ist Sklep. Diese Sklaps, die gibt es in verschiedenen Gegenden. Das sind wirklich in der Regel so kleine Tante-Emma-Läden. Die haben ein bisschen Obst und Gemüse, haben vielleicht noch andere Kleinigkeiten, viele regionale Produkte mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Ja, und sowas haben wir dann hier. Das ist zumindest der einzige, den ich jetzt hier in der Nähe gesehen habe. Und hier haben wir jetzt die komplette Straße und das ist hier quasi Copalino. Und wenn man jetzt ungefähr 500 Meter nach da geht, dann kommen wir auch am Ende raus aus Copalino. Hier haben wir auch den Waldförster, zumindest Lechnictwo Copalino. Zumindest sieht das hier so aus. Ja, genau. Ja. Aber wir versuchen einfach mal vielleicht ein bisschen mehr reinzugehen, wie die Einwohner hier wohnen, wie das alles hier ein bisschen mehr von drinnen aussieht. Jetzt hier haben wir auch ein Schild Smentasch. Smentasch heißt Friedhof. Ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie hier so ein Friedhof auf dem Land aussieht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier Flaggen der Europäischen Union und eine Polenflagge. Gehen wir weiter, hier sind überwiegend alles einzelne Häuser. Ich denke, so ein Landleben hat auch seine Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist bestimmt, man hat hier wirklich seine Ruhe. Hier ist wirklich niemanden, der jemanden hier auf die Nerven geht. Der Nachteil ist, man hat hier gar nichts. Und wenn man so vielleicht ein bisschen aus der Stadt kommt, ja, dann kann es vielleicht schwer sein, sich in so ein Leben einzugewöhnen. Wie ich gesagt habe, also der nächste Biedronka ist hier um die 10 Kilometer. Und wenn man mit dem Auto zum Biedronka fahren will, dann fährt man hier wirklich durch 5-6 Dörfer nochmal durch, um halt zum Biedronka und andere Supermärkte zu kommen. Also ja, das ist schon irgendwie ganz interessant. Zur Rente wahrscheinlich etwas ganz Interessantes. Ja. Hier haben wir auch ein interessantes Haus. Ja. Zweifarbig, grün und gelb. Ja. Sehr interessant. Ja, sieht man, wie schon vorhin auch, wirklich nicht alle Tage. Da gehen wir einfach mal weiter. Wir sind jetzt hier gerade mit dem Navigationssystem über Google Maps gelaufen und haben hier den Friedhof gesucht und laut Google Maps ist das der Friedhof hier.
Wir sind ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir einfach ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es hier noch was. Also der Friedhof, der beschildert ist, beziehungsweise gab Schilder mit dem Pfeil, wo der Friedhof sein soll. Und laut Google Maps soll der auch hier sein, aber hier ist nichts außer Wald. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Ich zeige euch das gleich. Und zwar sind wir, ich versuche mal näher ran zu zoomen. Geht das? Ja. Sind wir gerade da gewesen? Ja. Also hier, also da hinten war der, ist der Waldförster. Ja. So, genau hier irgendwo. Ja. Dann sind wir da durchgegangen. Jetzt haben wir hier einmal so eine Runde gemacht in dem Wald hier hinten, um den Friedhof zu suchen. Und jetzt sind wir hier aus der Straße wieder rausgekommen. Und ja, jetzt haben wir schon die Hälfte von Copalino erkundet. Was hier auch sehr schön aussieht, ist hier am Straßenrand hier diese Bäumchen, die hier sind. Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Sehr frisch. Ne? Hier, diese Bäumchen hier. Echt klasse. Schön. Wir kommen jetzt hier auch eigentlich schon gleich aus Copalino raus. Ach, hier wird auch irgendwas neu gemacht, wie man das hier sieht. Ich zeige das mal, ich schwenke mal die Kamera um. So. Ein Sportplatz oder sowas. Hier haben wir die Tore. Auch die Bänke, die sind eigentlich relativ neu hier. Da, die Bänke, die sind eigentlich auch relativ neu. Das sind keine alten Bänke hier. Ich vermute, die haben hier in letzter Zeit sehr viel Geld investiert für diesen Ort. Man sieht das hier auch einfach. Hier wird sehr viel bebaut. Ja. Und hier sind auch sehr viele neue Sachen. Ja. Und wenn wir hier jetzt mal schauen, hier haben wir einen Zaun. Hier sind so alte Schwarz-Weiß-Bilder, wie man das jetzt hier sieht und hier. Ja. Und ich habe mich mal informiert, was das hier ist, diese alten Schwarz-Weiß-Bilder. Und ja. Hier wurde irgendwann mal ein Film gedreht und der Film, der heißt, Moment, schauen wir mal drauf. Wahrscheinlich hier, haben wir hier. Hier ist die Beschreibung, warum die Bilder hier hängen. Ostat Nijan Lata. Und das ist ein Film, der 1958 hier an den Stränden gedreht worden ist. Und ja, da sind einfach die Bilder zum Set dazu. Sieht man die Schauspieler. Und ich kann mir einfach vorstellen, weil das hier einfach so ein kleiner Ort ist, ja, wird das hier einfach festgehalten dann einfach, ne? Aber ist schön. Ja. Und jetzt zeige ich euch, jetzt sind wir im Prinzip schon am Ende von Copalino. Hier sehen wir, hier haben wir Ende. Ja. Copalino ist zu Ende. Und hier fängt Lubiatovo an. Ja, also hier. Und wie ich gerade auch schon erwähnt habe, gibt es in Copalino keine Kirche. Aber in Lubiatovo, ups, haben wir schon die erste römisch-katholische Kirche, ne? Aber wirklich, also genau, jetzt sieht man die hier, das ist die erste Kirche, wurde 1985 erbaut. Hier haben wir einen Spielplatz und Trainingsplatz, ist mittlerweile sehr beliebt hier in Polen, wird immer öfters hier gebaut und ich weiß jetzt nicht, ob man das überhaupt jetzt von hier sehen kann. Hier ist auch der Aufsteller, kann man da hingehen? Ich versuche mal einfach da hinzugehen. Ist das hier offen? Oh ja, ist offen. Guck mal, kann man hier reingehen? Dann kann man sich das hier anschauen. Und hier haben wir, kann man das sehen? Ja. Copalino. Genau hier, ne? Okay, das O sieht ein bisschen kaputt aus. Aber immerhin gibt es hier auch diesen Aufsteller. Ja, sehr schön. Und ich kann jetzt auch sagen, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier am Aufnehmen bin, sind mir vielleicht eine Handvoll Menschen entgegengekommen. Also wirklich, man hat hier ganz, ganz wenig Menschen. Ganz wenig. Also hier steht jetzt Platz Sabav, Zawoštis, Finanzovanes, Oporti, Klimatičnje. Ich weiß jetzt nicht eins zu eins, was das jetzt übersetzt heißt, aber so wie ich das verstehe,
ist dieser Spielplatz hier klimafreundlich erbaut worden. Mich würde interessieren, wie so ein klimafreundlicher Aufbau aussieht. So Leute, ich zeige euch jetzt mal etwas und ihr müsst mir sagen, an welchen Film euch das erinnert. Schaut mal. Seht ihr das? Da, an welchen Film erinnert euch das, wenn ihr das hier seht? Schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren. Das würde mich mal sehr interessieren, ob ihr darauf kommt. Hier haben wir jetzt nochmal das Storchnest, was ich schon vorher einmal gefilmt habe. Jetzt haben wir hier sogar einen Storch drauf. Ja, interessant. So, ich grill jetzt hier auch noch ein bisschen. Ja. Also heute ist sehr schönes Wetter. Und da habe ich mich entschlossen, auch mit meiner Frau zusammen noch zu grillen. Hier haben wir auch noch ein paar, so hier haben wir auch noch ein paar Würstchen. Hier haben wir noch ich weiß nicht, wie das heißt, ein Blech. Schaschlikspieße, hier genauso. Ja genau, und wir grillen jetzt und lassen es uns heute sehr gut gehen. Könnt ihr hören, wie schön das am Brutzeln ist? Ja, auch sehr schön am Brutzeln das alles, das Ganze. Ah, und hier haben wir jemanden, der uns besuchen wollte. Ein Frosch. Da hüpft er vor sich her. Genau. Da. Ja, kann gut sein, dass hier viele Frösche sind. Nachts hört man die hier auch. Weil ungefähr hier in diese Richtung, 500 Meter weiter, haben wir einen See. Und von da ist das nicht ausgeschlossen. Ne? Aber lassen wir den mal wegkoppeln. Ah, und da springt er davon. Sehr schön. Und ich gehe wieder zum Grill. Hier, das habe ich auch erstmal ehrlich gesagt vor kurzem erfahren. Also wir haben ja hier dieses Holzbesteck und diesen Pappteller. Ja, und so wie ich gehört habe, gibt es gar nicht mehr diese Plastiksachen. Das ist mittlerweile sogar verboten. Ich weiß nicht, ob das jetzt überall so zählt oder ob das nur in Polen ist. Ich vermute mal, das ist wieder ein Gesetz der Europäischen Union. Ja, und deswegen steht das auch, dass man hier extra weniger Plastik benutzt, wenn jetzt hier Pappteller hergestellt. Ob das ökologisch wirklich jetzt besser ist oder nicht, weiß ich nicht. Da bin ich wirklich kein Experte dafür. Ich habe aber sogar noch zu Hause eine komplette Tüte voll mit Plastikmesser und Plastikgabeln gefunden. Sogar noch verpackt alles. Von irgendeiner Party sind die wahrscheinlich mal übergeblieben. Ja, aber zumindest sieht das jetzt hier so aus. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Strand. Ja. Und so wie ich schon letztens erwähnt habe, müssen wir hier durch einen Campingplatz durchgehen. Oh, müssen wir durch einen Campingplatz durchgehen. Wie ich schon letztens erwähnt habe, sieht der Campingplatz hier ein bisschen verlassen aus. Ich zeige euch mal, wie das hier ein wenig aussieht. Die andere Seite. So. So sieht das hier aus. Überhaupt gar keine Camper, gar nichts. Aber wir können vielleicht auch mal ganz kurz zum See gehen. Denn hier ist auch sofort der See in der Nähe. Jezioro Kopalinskie. So, so sieht das hier aus. Ach, jetzt wird es ein bisschen windig. Hier haben wir auch eine Bank. Ja. Und ja, dann kann man sich hier eigentlich auch hinsetzen. Und zum Beispiel angeln. Der See ist hier auch beliebt zum Angeln. Ja. Ich habe hier gehört, hier kann man Hechte angeln. Zumindest steht das im Internet, dass das hier für Angler sehr beliebt ist. Und ja, an der tiefsten Stelle ist der See sogar um die circa 3 Meter tief. Ist schon tief für den See, finde ich. Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich weiß nicht, wie tief sonst so ein See ist. Aber meiner Meinung nach 3 Meter ist schon tief, finde ich. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir jetzt mal weiter Richtung Ostsee, Richtung Meer. Oh, meine Lieblingsstelle. Gehen wir hier immer noch durch den Waldweg. Also wir müssen hier durch den Waldweg gehen, um ans Meer zu gelangen. Wer den Livestream verfolgt hat, wird das auch wissen. Da bin ich ja auch durch den Weg hier gegangen. Mir sind ja auch letztens
zwei Schlangen beim Weg gelaufen, waren wahrscheinlich Blindschleichen. Und ja, muss man halt einfach nur aufpassen. Ne? Sind ungefährlich, aber trotzdem einfach. Ne? Man muss ja auch gucken, dass man nicht auf die drauf tritt oder sonst irgendetwas. Aber ansonsten, wie man sieht, hat man hier seine totale Ruhe. Hier ist auch übrigens der See auf der anderen Seite. So, also das ist der See, wo wir gerade waren. Ich nehme mal ganz. Ja, und er geht dann bis nach da hinten hin und er zieht sich hier überall. Ist ganz schön groß der See hier, muss man schon sagen. Ja, und für Schlangen natürlich ein idealer Ort. Schaut mal Leute, ich habe hier eine Blindschleiche entdeckt. Wenn man die jetzt sehen kann, da. Das ist genau die hier, genau. Die versteckt sich jetzt in den Büschen. Wird wahrscheinlich eine Blindschleiche sein. Kann man die hier noch irgendwo sehen? Ist schon versteckt. Hier haben wir noch eine gefunden. Da. Schaut mal. Anscheinend kommen die hier öfters vor. Innerhalb von 500 Meter jetzt schon die zweite gefunden. Hm? Interessant. Ja. So, jetzt kommen wir gerade raus aus dem Waldweg hier. Und jetzt gehen wir hier auf die normale Straße drauf zu. So, das ist hier jetzt der normale Spazierweg zum Meer. Ich habe auch noch gerade eine Eidechse getroffen. Ich habe versucht, die zu filmen, aber die war so schnell, die ist so schnell in die Büsche weggelaufen, ja, dass ich das leider nicht geschafft habe, die aufzunehmen. Schade eigentlich. Schau mal, hier ist wirklich nur Wald. Nichts anderes außer Wald. Das ist hier wirklich ein richtiger Ort zum Erholen. So, wir nähern uns jetzt immer mehr dem Meer. Ihr könnt mal schauen, hier ist Wald. Und wenn wir jetzt mal darüber schwenken, hier sehen wir schon, hier fängt das so ein bisschen an. Hier ist sowas, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Campingplatz oder irgendwie auch so ein Ort, wo man zumindest essen gehen kann. Und schon gleich dahinter ist das Meer, also keine ganzen 500 Meter mehr. Genau, wir sind jetzt schon ganz nah. Das ist hier etwas, wo man sich Wohnungen ausleihen kann, beziehungsweise mieten kann für eine gewisse Urlaubszeit. Da kann man sich dann einfach über die Ferienzeit ein Bungalow, ein Häuschen oder Campingplatz vielleicht sogar mieten. So, wir sind jetzt da. Ich muss mal das Mikrofon jetzt in der Hand halten, weil hier ist das sehr windig und ich weiß nicht, ob das Mikrofon das überhaupt aushält. Sehr schön hier, ne? So. Ihr habt hier dann das Meer. Was hier auch so schön ist, was mir so gefällt, das ist bei den anderen Orten an der Ostsee nicht genauso. Also ihr habt ja hier diese Bänke, wie man das hier sieht. Und was ich hier so toll finde, man kann sich hier wirklich hinsetzen und aufs Meer hinausschauen. Ich kenne das von den anderen Orten in der Regel so, dass man auch diese Bänke hat, aber da haben wir dann meistens immer Büsche davor. Zumindest habe ich das so erlebt in Świnoujście, in Mienzestreue. Also überall an den größeren Orten war das in der Regel dann wirklich so, dass dann wirklich Büsche immer vor dem Meer waren. Und dann konnte man das alles gar nicht so hautnah erleben wie hier. Und hier haben wir das ja alles wirklich im Prinzip vor der Nase. Also wirklich schön. Man kann hier wirklich die Meeresluft riechen. Das ist wirklich ein sehr toller Anblick. Echt super. Jetzt gehen wir genau dahin, worauf wir schon eigentlich die ganze Zeit alle gewartet haben. So, runter zum Meer. So, jetzt sind wir hier unten am Meer. Könnt ihr mal schauen. Ist wirklich traumhaft. Wirklich schön. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Hoppala, aber sind meine Füße nass geworden. Das Wasser ist hier hingekommen. Ja, aber wirklich schön. Echt. Ich kann wirklich den ganzen Tag hier verbringen, ehrlich. Ich finde die Ostsee ist eins meiner Lieblingsorte hier. Echt.
Ja, heute grillen wir schon wieder. Heute grillen wir aber mal was anderes wie gestern. Heute grillen wir Kartoffeln, ja, mit ein paar Zwiebeln. Und hier haben wir so ein paar Koteletts. Genau. Dann haben wir hier auch noch, habe ich hier auch noch Brot, das habe ich mir gerade noch gekauft. Und von dem Öl und Gewürze, die übergeblieben sind von den Kartoffeln, womit ich die mariniert habe, habe ich dann einfach jetzt das Brot hier eingetunkt. Ja, ich hoffe, das wird gut. Ich habe das noch nie so gemacht, aber ich denke, das wird noch gut sein. Ich kann euch aber sagen, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier gegrillt habe. Denn ich glaube, ich habe schon 4 Säcke Holzkohle verbraten. Und ich habe jetzt hier noch welche für morgen und vielleicht übermorgen. Schauen wir mal, wann ich jetzt hier noch grillen werde. Aber ich kann auf jeden Fall zu 100% sagen, ich werde hier bestimmt noch 2-3 Mal grillen. Auf jeden Fall. Hier auch noch eine Sache. Ich habe ja, wo ich letztes Mal gegrillt habe, habe ich ja dieses ganze Pappbesteck genommen, beziehungsweise die Pappteller und dieses Holzbesteck und alles. Heute werde ich mit ganz normalen Besteck und Teller essen. Das hat folgenden Grund einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, also ich habe es wirklich versucht und ich finde das auch voll in Ordnung, wenn das ökologisch irgendwie Vorteile hat und so weiter. Ich bin wirklich nicht dagegen, aber ich habe einfach das Problem, wenn ich die Holzgabel in den Mund nehme, kennt ihr das? Ich habe dann überall so Gänsehaut gekriegt. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht dieses Gefühl, du nimmst etwas und dann kriegt man dann so eine komische Gänsehaut. Und ich konnte wirklich nicht in Ruhe essen und da musste ich wirklich mein Besteck tauschen. Und mit den Tellern sieht das ähnlich aus. Einfach wenn man ganz viel Soßen isst und Salat und alles, diese ganze Feuchtigkeit, das hält einfach nicht lange durch. Ne? Und dann schneidest du dann auf den Teller natürlich auch und ja, irgendwann schneidest du die dann durch und dann sind die auch kaputt irgendwann, die Teller. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dich vielleicht sogar noch dazu überzeugen, vielleicht mal nach Copalino oder in die Umgebung zu fahren. Und wenn du mal wirklich einen Urlaubsort suchst, wo du dich komplett ausruhen möchtest und nur die Füße hochlegen möchtest, ist das wirklich der optimale Urlaubsort. Das Video zum Häuschen, wo wir waren, wird in Zukunft auch noch rauskommen, wenn das schon nicht unten in der Videobeschreibung verlinkt ist oder jetzt hier irgendwo sogar an der Seite aufploppen wird. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.